Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder Streaming mit Klemmbausteinen. Ist ein bisschen wieder, es hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber es sind ein paar Sachen, die erstmal noch sortieren. Ich bin gerade im großen Umbauen und Umräumen bei mir zu Hause. Bin nämlich ein bisschen am Aussortieren von einigen Sets, für die sich erinnern. Ich habe ja eine ganze Menge Hot Wheels gebaut in klein. Die werde ich jetzt nach und nach wieder raussortieren, abbauen, versuchen zu verkaufen. Und habe da für andere Sets, wo ich Platz schaffen möchte, nämlich große Hot Wheels und natürlich eine ganze Menge Lego-Sachen. Ich habe ja eine ganze Menge Lego gekauft und es muss ja endlich mal gebaut werden. Stapelt sich bei mir, die Kartons stapeln sich immer mehr mit nicht aufgebauten Sets. Und dem muss ich jetzt entgegengehen, indem ich einfach sage, hey, wir bauen einfach mal alles auf, was ich noch habe, in Kartons und dann fange ich an zu mocken. Nicht dieses Set, also nicht zwingend fürs Bad Shuttle, das habe ich auch noch. Das werde ich wahrscheinlich morgen streamen. Da habe ich sogar einen Mock für das Cockpit, das werde ich dann auch angehen. Aber wir bauen jetzt erstmal ein bisschen was Kleines, um wieder ein bisschen reinzukommen. Für mich auch wieder ein bisschen länger im Streaming, wieder wo man ein bisschen mehr redet, ein bisschen mehr so Leute auch unterhalten möchte. Da muss ich wieder natürlich so ein bisschen reinkommen, durch dass ich das jetzt immer weniger mache. Aber ich sage euch, es wird wieder mehr. Denn ich habe mir eigentlich Monkey Island, das kann ich ganz gut sagen, ich wollte eigentlich auch mit Gaming weitermachen. Ich habe mir Monkey Island geholt. Das neue Monkey Island. Und das hat leider nur eine englische Sprachausgabe. Jetzt gab es die Tage die Information, dass die deutsche Synchronisation nachgereicht wird. Und die soll irgendwie jetzt schon am 8. November oder so kommen. Das heißt, ich setze das noch ein bisschen aus und warte darauf, dass ich die deutsche Synchro kriege. Dann spielt das Spiel nämlich in Deutsch, weil das nämlich auch eine sehr großartige Stimme in Deutsch hat. Und warum nicht? Ne? Also, das kann ich noch aussitzen. Und wir haben ja hier noch eine Menge Sets. Ich werde euch gleich sagen, der hier ist sehr aufkleberverseucht. Das sieht man schon auf der Packung. Ne? Der werde ich aber keinen Aufkleber anbringen. Wir gucken uns an, wie das Modell nachher sozusagen nackt aussieht. Ihr seht ja hier schon, das ist eine ganze Menge. Hier überall schreit es nach Aufklebern. Alles, was so einen grünen Ansatz hier überall hat. Aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter tangieren, denn wir fangen natürlich mit Episode 3 an, dem Duell zwischen Obi-Wan und Anakin. Dieses Set ist ziemlich verrufen, weil das in dieser Sicht ziemlich bescheiden aussieht, muss man sagen. Viele sagen, wenn man zusammenklappt, sieht es besser aus. Es kann auch sein, dass ich das hier bauen werde. Und dann nehme ich es wieder auseinander. Weiß ich noch nicht. Ich habe das günstig geschossen. Das hat normalerweise, glaube ich, 20 Euro gekostet, wenn ich richtig in Erinnerung war. Und ich habe es, glaube ich, für 12 geschossen. Daher auch vollkommen in Ordnung. Hier wird diese schönen zum Reindrücken. Ich mochte das als Kind immer schon gerne. Und natürlich auch als Erwachsener. Einfach sinnlos zerstören hier. Also nicht komplett den Karton, aber natürlich so, dass man hier reingreifen kann. So, einmal von der Seite. Einmal von der Seite. Die Seite hat sich besser gelöst. Und der Karton ist auch zu 3/4 gefüllt. Ja, wir haben hier sogar Bauabschnittstüten drin. Anleitung ist... Das war's, okay. Anleitung ist sehr interessant. Die hat nochmal wieder ein anderes Format. Aber sonst ist es typische Lego-Anleitung. Wir kennen es ja, aber hier natürlich... Oh, ich sehe gerade, glaube ich, sind hier keine Aufkleber drin, ne? Das kann man hier hochkant sozusagen bauen. Ist auch Klammer gebunden. Wir haben zwei Bauabschnittstypen mit Bauabschnitten. Das heißt, die 2 kommt an die Seite. Die 1, ihr seht schon, es ist sehr viel gelb-orange. Ich glaube, man hat hier auch gar nicht so viel Spiel, viele Fehlfarben einzubringen. Denn es ist ja einfach hier schon, sag ich mal, relativ bunt mit dem Gelb und dem Orange. So, wir öffnen jetzt einmal hier die Tüte. Und kippen das Ganze aus. In Tüte 1 ist eine weitere Tüte drinne, die hier reinge... Oh, was ist das denn? Die ist hier... Die hing irgendwie fest. Naja, gut. Da rollt mir schon fast der Obi-Wan weg. Der Kopf schon wieder. Mir ging es auch so natürlich so ein bisschen um die Figuren, weil ich meine, man hat dann mal, dann habe ich endlich mal ein Anakin Episode 3 und auch ein Obi-Wan Episode 3 und kann gegebenenfalls natürlich auch hier mit einigen dieser interessanten Teile was anfangen. Ich zeige euch natürlich die Figuren immer, wenn ich sie auch direkt aufgebaut habe und nicht zum Schluss.
genau, der erste Teil ist sozusagen die Grundstruktur mit Obi-Wan und der zweite Teil, das kann ich, das könnte ich euch hier mal zeigen, ne, ist hier der erste Teil ist mit Obi-Wan und die Grundstruktur und Anakin und was oben drauf kommt, wird dann Teil 2 des Aufbaus. Im Hintergrund, für die, die live dabei sind, ihr hört Amon Amarth in allen möglichen Konstellationen, sage ich jetzt mal, die Lautstärke ist hoffentlich in Ordnung vom von den Liedern. Das geht auch jetzt hier quer durch, ne? Es ist jetzt nicht irgendeiner Weise nur ein Album. Da läuft alles Mögliche durch. Für die, die es auf YouTube erst oder auf Twitch dann im VOD sehen, ihr seht hier unten in der Ecke, da seht ihr immer, was läuft, ne? Habe ich dann immer dargestellt, falls ich dann irgendwie sage, oh, das ist ein gutes Lied, falls jetzt was läuft, dass ihr dann wisst, ah ja, er meint das und das Lied, ne? Nur so zur Information. Wie gesagt, im Livestream läuft die Musik halt mit. Die läuft, ist nur im VOD über eine andere Audiospur, damit sie natürlich nicht, damit ich hier kein DMCA-Problem kriege auf Twitch und auf YouTube dann sowieso nicht mehr, weil keine Musik im Hintergrund ist. So, wir fangen mal mit dem Obi-Wan Kenobi an. Der ist hier nämlich besonders in diesem Set, denn der hat nämlich einen leicht verkokelten Jedi-Robe auf dem Torso. Das ist ziemlich cool. Gesicht hier, es gibt hier ein energisches Gesicht. Ich nehme auch die Haare ab. Das sind ja die typischen Obi-Wan-Haare. So. Wendegesicht. Seht ihr hier. Das ist dann eher so der traurige Blick, wenn er sagt, Anakin, ne, du warst wie ein Bruder für mich. Auch hier die Rückseite seht ihr vom Torso, auch mit diesen kleinen Brandlöchern. Ziemlich cool gemacht. Das Lichtschwert ist hier, im Gegensatz zu den neuen Lichtschwertern, ne, bei den neueren Sets sind die hier alle irgendwie milchig auf einmal. Hier ist das noch, seht ihr, wunderbar durchsichtig. Und, sehr interessant, es ist keine Blase drinne bei mir. Ich habe keine Blase im Licht. Doch, hier oben. Ah, nee, das ist... Oh, das ist eine Macke. Ich habe eine Macke in meinem Lichtschwert. Nein! Vielleicht sieht man das da. Na, kriegt die Kamera nicht hin. Hier oben ist eine Macke drin. Das kann aber auch der Angriffspunkt sein. Ich weiß es nicht. Wir fangen an zu bauen. Das sollte jetzt... Ist Lego. Das sollte eigentlich recht schnell gehen. Und natürlich verleiten dazu, ein bisschen auch zu erzählen. Was ich nämlich noch so vorhabe. Also ich habe ja jetzt hier diese tollen Sets alle. Oder die Sets baue ich jetzt alle. Wie gesagt, morgen dann das Bad Batch Set. Und dann überlegt man natürlich so, was will man, also wo will man hin? Will man noch mehr Sets kaufen und bla bla bla. Ich habe aber, wie ihr vielleicht aus den YouTube, oder von YouTube ja schon viel gesehen habt, wenn ihr auf YouTube wart, auf meinem YouTube-Kanal, ne, findet ihr auch unten bei den entsprechenden Bannern. Dann müsstet ihr auch gesehen haben, dass ich natürlich auch eine Menge Steine gekauft habe. Und diese gekauften Steine sind in dem Sinne wichtig, weil ich anfangen möchte, nämlich eigene Sachen zu bauen. Ich habe drei Projekte, so die ich im Blick habe. Einmal einen Wald der Forestmen, die ich dann natürlich entspannt mit Wäldern und so weiter, mit Bäumen ausstatten möchte. Und diese Forestman-Geschichte hat auch den Vorteil für mich, dass ich mich so ein bisschen ausprobieren kann in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite ist natürlich immer eine Gefahr mit diesen, wenn man selber was baut, dass man es viel auseinanderpflückt. Deswegen muss ich mal gucken, wie gut man das im Stream nutzen kann, weil das ja mal sehr viel Trial and Error ist. Aber das habe ich mir überlegt. Ich grüße dich, Guardian, mein Bester. Alles in Ordnung, hoffe ich, bei dir. Und einen schönen Samstag natürlich. Hatte gerade ja auch erzählt, dass ich jetzt die Sets alle möglichst aufbaue, die ich noch habe, und dann geht's in das freie Bauen, wo ich auch so ein bisschen, was mich also auch ein bisschen interessiert, weil ich habe da schon mal ein bisschen mit angefangen, aber da hatte ich noch nicht so viele Steine wie jetzt. Ich habe jetzt hier 6 10-Liter-Kisten voll mit Steinen, also schon vorsortiert.
Aber da bin ich gespannt, wie dies sich damit verhält. Weil das natürlich eine ganz andere Herausforderung sein wird, ne? Genau, Tag kann immer noch besser werden. Ich drück dir die Daumen. Ich bin da aber positiv eingestellt, dass du heute noch einen schönen Tag haben wirst. So, jetzt drehen wir das Ganze. Hier, die sind natürlich auch wunderschön, ne? Die habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, als ich den Thronsaal von Mandalore gebaut habe. Die sind, seht ihr, wie klar die sind. Da ist nichts milchig. Es ist einfach, ne, so muss Transclear sein. Und dann auch so schöne, hohe Säulen hier. Während ich hier so vor mich hinrede, ihr seht ja, es geht hier wirklich rasend schnell, der Aufbau. Ich bin jetzt schon bei Bauabschnitt 16. Also Lego ist ja wirklich ein, hat ja wirklich den Vorteil, dass man das wirklich sehr gut bauen kann, während man nebenbei redet. Ach, DHL wird schon. Ist ja nicht so wie bei mir, dass die mein DHL-Paket in eine Filiale bringen, die überhaupt nicht in meiner Nähe ist und ich super lange laufen musste, um mein Paket gestern zu holen. Grüße gehen raus an meinen DHL-Fahrer. Warum? Das ist die wichtige Frage. Warum? Das habe ich nicht verstanden. Ob ich dem was getan habe oder ob ich zu viel bestelle? Kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu viel bestelle und er mich einfach hasst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, hier fällt was ab. Ja, wird das gleich noch? Das müsste aber gleich noch irgendwie... Ja. Sagen, es ist Lego. Es ist nicht die Blue Bricks Enterprise, die mir immer auseinanderfällt. So, das ist die Seite. Die ist fertig. Ja, ihr seht, das geht ja hier auch recht schnell. Aber das finde ich auch... Wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, wenn man mal klein, so ein kleines Set hat. So einen kleinen Happen für zwischendurch. Und wir bauen ja auch gleich noch das... meiner Meinung nach interessantere von den beiden Sets, die ich für heute vorbereitet habe. Aber das wollte ich jetzt einfach aus den Duellsicht bauen. Wow, alles da außer der Tower. Ah, das ist ärgerlich. Das ist natürlich absolut ärgerlich. Weil ich meine, wer braucht schon das Gehäuse? Ne? Also. Kann man ja auch einfach mal warten mit dem Gehäuse, ne? Ah, das tut mir leid zu hören. Das ist ungünstig. Aber das ist auch immer cool, wenn man sich so einen neuen Rechner holt. Das ist immer so ein bisschen der Nervenkitzel, der einem dann entgegenkommt, ne? Weil man da sich drauf freut und so. Und dann, feststellt, dass man, weil man irgendwie Komponenten oder wenn man sein altes System teilweise behalten an Komponenten ändern will, dass man dann, dass dann die Realität ins Licht steckt, dass man Windows neu aufsetzen muss und dann das ganze Wochenende verschwendet, Windows neu aufzusetzen. Oh, die Zeugen Jehovas wollten sie dich gleich in ihre Glaubensgemeinschaft integrieren, ja? Gott sei Dank, das habe ich hier noch nicht gehabt. Gott sei Dank. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich schlagfertig genug wäre, wenn die früh morgens bei mir da erstmal ein Klingelsturm machen, ob ich schlagfertig genug wäre, den dann erstmal morgens entsprechend Paroli bieten zu können. Oder hast du einfach nur die Tür zugemacht? Ich meine, das wäre meine Reaktion wahrscheinlich. Die stehen seit 15 Jahren oder so nicht mehr vor der Tür. Aber ausgerechnet heute, die wussten das. Ja, vielleicht haben die einen Deal mit DHL. You never know. Vielleicht hat DHL gesagt, hey, ne, da könnt ihr heute hin. Der kriegt heute ein Paket. Der ist wach, der wartet. Jedes Unternehmen muss heutzutage sehen, wie es an Geld kommt. Ne? So, die Seite scheint fertig zu sein. Ja, ist ganz nett. Ist halt Lava, ne? Und Feuer und so. Ne? Tür einfach zumachen. Ah, du hast gesagt, dass du kein Dress hast. Okay. Ja, die nette Art geht ja auch. Man muss ja nicht zwangsläufig unfreundlich sein. Das stimmt. Da hast du wahrscheinlich recht. Da bin ich wahrscheinlich auch einfach zu böse eingestellt. Kann ja nicht jeder so ein Arloch sein wie ich, ne?
Das kann man ja nicht voraussetzen. Zum Glück. Nein, ich weiß nicht. Es kommt mal drauf an. Also wenn ich auf was warte natürlich und... Also wenn... Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich bin auch so, wenn ich jetzt nichts erwarte und es klingelt jemand, dann gehe ich auch einfach, bin ich einfach auch knallhart, okay, mach die Tür nicht auf. Wenn ich kein Paket oder so erwarte, dann bin ich da jetzt auch nicht gewillt, die Tür groß zu öffnen. Aber das ist vielleicht auch nicht so die feine Art. Weiß ich nicht. Ich mag hier diese ganzen Trans-Orange-Teile hier drin, die sind echt cool. Die ganze Zeit die Lava darstellen, das gefällt mir wirklich gut. Das hat irgendwie so einen netten Touch. Also es ist jetzt halt nicht so das Banger-Set, ne? Mit der absolut krassen, wiedererkennbaren Szene. Aber es ist halt nett gemacht. Also bisher. Ist okayisch, würde ich jetzt sagen. Also viele haben es jetzt zerrissen, das Set, wie gesagt, und haben gesagt, ja, ist ja nur wegen den Figuren so toll oder was weiß ich. Oder nicht mal so, ne? Wer kauft so einen Scheiß? Und dann stehe ich da und winke, hallo, ich kaufe so einen Scheiß. Nur an Halloween. Okay. Wie ist das denn bei den Heiligen Drei Königen? Machst du da die Tür auf oder lässt du die auch zu? Das wäre jetzt natürlich die Gegenfrage. Hier klingelt auch keiner an Halloween. Dafür wohne ich einfach auch zu... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir wohnen dafür in einem Stadtteil, wo man das... Wo glaube ich, das nicht so die Rolle spielt. Würde ich jetzt mal schätzen. Zumindest nach meinen Erfahrungen. Würde ich jetzt sagen. Also es ist hier irgendwie nicht so... Nicht so relevant. Oder ich habe Glück gehabt und habe es noch nicht mitbekommen. Alles möglich. Na, auch jetzt hier. Ich baue einfach so ein rotes Gestrüpp vor mich hin. Rot-oranges, lavamäßiges. Wie gesagt, also die Trans-Clear-Teile, wenn man die jetzt für was anderes nutzen will, hat man hier zumindest was. Ich weiß auch nicht, ob man das hier einfach so... Ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendeiner super reellen Vorlage entspricht oder ob man einfach nur hier irgendwas gemacht hat, um Teile loszuwerden, die noch auf dem Lager waren, weil hier ist irgendwie so ein Mechanismus, der aber nicht mechanisiert, versteht ihr? Also irgendwie wird hier was mit Fliesen auf Fliesen gesetzt, damit man was bewegen kann, aber dann kann man es doch nicht bewegen, weil es dann festgesetzt wird drüber. Keine Ahnung. Ob es irgendeinen Hintergrund hat. Oder auch nicht. Heil drei Könige auch nicht. Ja gut, da mache ich... Okay. Oder selten. Ja, okay. Wenn du im Telefonsupport arbeitest, dann bist du auch mal, glaube ich, froh, wenn du nicht dauernd von Menschen... mit Menschen zu tun hast. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe ja auch für meinen internen Stellenwechsel bin ich ja auch vom Servicetelefon weg. Jetzt zu einer Stelle, wo ich kein Telefon habe. Und boy, oh boy, ist das entspannt auf einmal, wenn du keinen Telefonsupport mehr hast. Das ist anders entspannt. Kann man sich auch, glaube ich, nicht so vorstellen, wenn man das nicht so live bisher mal mitgemacht hat, dass man jeden Tag von irgendwelchen Kunden angemeckert wird, angeschrien wird für Sachen, die man nicht kann. Ja, weil die Kunden es immer zuerst an die Service-Mitarbeiter rauslässt. Das heißt also, für mich ist das für mich ist dann deshalb auch der Approach, wenn ich sowas anrufe, dann schreie ich da nicht rum. Also ich, auch wenn das scheiße lief, sage ich so, ja, ist halt blöd gelaufen, sie können das nicht ändern. Wie können wir jetzt die Situation klären? So gehe ich dann nämlich an die Sachen ran. Weil ich genau weiß, wie blöd das ist, wenn du die ganze Zeit da angemacht wirst. Weil dann hat der Service-Mitarbeiter einfach auch keine Lust mehr. Und dann ist keinem geholfen, weil einfach alle genervt sind. Und so hat man zumindest noch die Herangehensweise, das irgendwie als lösungsorientiert ranzugehen. Ne? Aber das sehen halt viele nicht. Viele müssen dann irgendwie ihren kompletten Weltschmerz und ihre allgemeine Problematik
an den Leuten auslassen. So. Ja, hier. Oh, wir haben einen Fehler in der Anleitung. Oha. Oha. Achtet mal. Pass mal auf hier. Ich zeige, ja, hier. Ne? Also, wir sind jetzt hier eigentlich so durchgebügelt. Ich bin jetzt schon Baustelle 55 und da habe ich das jetzt fertig gebaut. Ne? Das ist jetzt hier fertig. Und jetzt kommt der Bauabschnitt. Ja, obacht, jetzt wird es gefährlich für Kinder, die nicht mitdenken. Es werden hier beide Seiten zusammengesetzt mit diesem Scharnier. Aber, Achtung, hier oben steht gar nicht drin, dass man das Scharnier zusammenbauen soll. Ich hoffe, die Leute kriegen das hin. Ich hoffe, die Leute kriegen das wirklich hin. Könnte den einen oder anderen absolut aus der Bahn werfen. Ich, ne? Also. Das ergibt gar keinen Sinn. Hä? Da muss doch das noch irgendwie hin. So. Hä? Warte mal, also irgendwas passt hier nicht, oder? Ich habe was übersehen. Ich hätte so schnell hier durchgewühlt, dass ich was übersehen habe. Oh, ich habe hier was überblättert. Ich nehme alles zurück. Das wird in einem anderen Bauabschnitt gebaut. Ich habe das aber irgendwie vollkommen überblättert. Ich, Vollpfosten. Mein Fehler, alles gut. Die Lego-Anleitung ist in Ordnung. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Eieieiei, da wollte ich hier Lego exposen. Und dann ist es meine Dummheit, die ich hier nur exposed habe. Da sitzt der Fehler im Stuhl. Genau, der größte Fehler sitzt hier im Stuhl. Ja, ja, ja. Würde jetzt ein gewisser Eddie Erpel sagen. Für diejenigen, die Eddie Erpel nicht kennen. Googeln, meine Damen und Herren, googeln. So, das haben wir auch gesetzt. Jetzt kommen hier noch... Okay, ich habe was über, was nicht übrig bleiben darf. Ich habe schon wieder was überblättert. Ach, herrje, was ist denn da los heute? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich habe da heute irgendwie... Jetzt habe ich so gut gestartet und dann jetzt sowas. Wo kommt denn jetzt das Ding noch hin? Alles andere gibt ja Sinn, dass es übrig bleibt, aber eins muss ich übersehen haben. Arx. Hier kommt das hin. Schon gefunden, Gott sei Dank. Meinst du, du wirst dafür gebannt? Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, wer soll dich bannen? Der Moderator hier? Also vielleicht hier bleiben auch nur Kleinigkeiten natürlich über und natürlich wieder Lichtschwertgriff. Ich glaube, mit Lichtschwertgriffen kann ich mittlerweile Leute hier zuwerfen. So, Tüte 2 kommt. Wir haben aber schon über die Hälfte gebaut. Ne, so sieht das jetzt momentan aus. Man kann es quasi so stellen. Das ist ziemlich cool. Wir haben hier unten einmal ein System zum Einhaken, aber wir haben auch hier ein System zum Einhaken. Ne? Also quasi hier einmal und einmal hier unten. Das hat natürlich den Vorteil, dass das dann auch hält, so wie man es hinstellen möchte. Ich muss auch mal gucken, wie ich es hinstelle. Ist ja auch eher hier ein Spielset. Aber wie gesagt, ich finde, man kann es sich auch hinstellen. Wie gesagt, vielleicht finde ich ja noch was zum Mocken. Das kommt alles so ein bisschen drauf an. Oh, ich sehe eine bedruckte Plate. Und ich sehe ein interessantes Blau. Aber erstmal sehe ich einen Anakin Skywalker. Den wir natürlich bauen werden. Und der hat den Gesichtsausdruck zwischen, er ist noch Anakin und er hat schon die gelben Augen. Natürlich hier ein Lichtschwert. Gucken wir mal, wie hier das Lichtschwert aussieht. Wo ist das Lichtschwert da? Hat das auch ohne Blasen? Ein Träumchen. Auch ohne Blasen. Ne? Ja, da ist der richtige Quote im Chat. Dankeschön.
dieser Mann kennt Eddie Erpel. Und dieser Mann kennt wahrscheinlich auch diesen jungen Protagonisten, der nennt sich Anakin Skywalker. Ist ein kleiner Nebencharakter an Star Wars. Für diejenigen, die die Filme kennen, wissen vielleicht, wen ich meine. Taucht ein paar Mal auf in Filmen, so an einigen unwichtigen Szenen aber nur. Hat einen coolen Torso-Print. Kann ich ernst bleiben. Hat einen coolen Torso-Print. Hat auch einen coolen Rückenprint. Und hat natürlich auch entsprechend einen anderen Kopf. Den zeige ich euch so. Nämlich den Psycho-Kopf mit den gelben Augen, wo er energisch wütend schaut. Und den werde ich auch nach vorne machen, denn es ist ja auch hier das Duell der beiden, wo Anakin ja wütend wird. So, der kommt jetzt hier zu Onkel Obi. Und wir bauen weiter. Okay, es wird jetzt einfach hier drauf weitergebaut. Jetzt hat man hier diese Brick Modified mit diesen Lücken dazwischen. Und die werden jetzt quasi hier in diese Schlitten gebracht. Mit einer Plate drunter natürlich, damit das nicht umkippt. Und dann wird das hier so reingeschoben. Und damit hat man jetzt hier so ein Spielfeature, dass man das so hin und her schicken kann. Oder wenn man gerne DJ wäre, kann man hier auch so ein bisschen wick, 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 wick machen. Oder auch nicht. Gott, habe ich schon erwähnt, dass ich ziemlich entspannt momentan bin. So, auch auf der Seite schieben wir die beiden Teile rein. Und dann bauen wir jetzt hier. Das sind wahrscheinlich die Plattformen, die gebaut werden, weil es wird zweimal das gleiche gebaut. Genau, einmal hier drauf. Und einmal auf die Seite. Zack. Ah, komm schon. So. Hält das so? Nee. So, jetzt haben wir es. Ist doch Harry Potter mit einem durchsichtigen. Ah, das ist Harry Potter, ist das. Ah. Dann tut mir das leid, dass ich das jetzt hier, dass ich mich vertan habe. Kann ja mal passieren. Wir bauen jetzt hier innen an die Seiten, bauen wir jetzt Bricks hin, damit hier da so eine Stoppfunktion ist, damit das hier nicht komplett wegrutschen kann. Ne? Jetzt habe ich hier einen Stopper drin. Ne? Und dann wird das Ganze noch mit Plates befestigt. Oder gekontert, besser gesagt. Damit dieser Brick auch nicht verschwindet, wenn man dagegen haut. Also das ist jetzt hier, nimmt man ja das ganze Set auseinander, wenn man dagegen haut. So, blättern wir einmal um. Jetzt bauen wir wahrscheinlich die jeweils eine Plattform. Eine für Anakin, eine für Obi-Wan. Das ist jetzt nicht die Szene, und das ist vielleicht auch wichtig, weil viele ja auch gemerkt haben, das ist keine ikonische Szene. Das ist jetzt nicht die Szene, wo Obi-Wan über Anakin steht und sagt, Anakin, gib auf. Ne, I have the high ground. It's over, Anakin. Nein, das ist, wo die beiden auf dem Lavasee kämpfen. Und deswegen, ja, hier diese Lava auch ist. Ist jetzt nicht so ikonisch natürlich wie die andere Szene. Und vielleicht kann man hier auch was draus bauen. Ich habe irgendwie gesehen, es gibt Leute, die haben das hier umgemockt zu der anderen Szene. Da muss ich mal gucken, ob ich da auf Rebrickle was finde. Wenn ja, werde ich das auch mal vorstellen. Ich bin aber immer ein Freund von Sachen zu rebricken, wo ich dann nicht 1000 Teile brauche, sondern wo ich einfach das nehmen kann, was in dem Set ist. Weil ich nämlich sonst meinen Teilevorrat nehmen müsste aus Bluebricks-Teilen, dann würde ich Lego und Bluebricks mischen. Was prinzipiell jetzt nicht so schlimm ist, wenn ich so einen Mock baue. Aber so bei Sets bin ich da immer noch so ein bisschen kleinlich. Apropos kleinlich, hier ist eine bedruckte Fliese. Warum auch immer, das ist das einzig Bedruckte an dem Set. Warum auch immer, ist das hierbei. So. Hab ich was verpasst? Wie sollen das halten? Hä? Ich muss mal eben gucken, wie soll ich das denn da reinklemmen? Hält das denn so? Ah ja, doch, jetzt hält's. Ah, oh, und die Plattform kann sich auch noch so in sich selber drehen. Das ist ja richtige Turntable-Funktion. Hier, das kann sich sogar noch so drehen. Das ist ja cool. Ist ja nett. Das ist ja nett. Gut, dann haben wir die eine Plattform. Ich denke mal, ja. Captain Obvious sagt, wir brauchen auch noch eine zweite Plattform. Die wird etwas anders gebaut. Während der Schlagzeuger hier von Amon Amarth gerade alles gibt. Also wirklich alles gibt an der Double Bass.
Klingt wirklich gerade so ein bisschen, als ob da jemand einfach Nähmaschine im Hintergrund anhat. Ich finde es gerade ein bisschen monoton, muss ich ehrlich sagen, von der Intensität. Aber es ist auch, glaube ich, ein älteres Album. Ne? Welches Album ist das denn? Fate of Nuance. Ja, das ist ja noch ein älteres Album. Also mich stört gerade ein bisschen das Schlagzeug, aber ist in Ordnung. Ich habe einen AT-AT, aber nicht den großen für 850 Euro. Bist du des Wahnsinns? Ich bin nicht Krösus. Außerdem finde ich die auch vollkommen, muss ich jetzt ehrlich sagen, überzogen teuer. Nee, ich habe was anderes im Blick. Sofern ich Weihnachtsgeld dieses Jahr kriege. Das muss ich dann auch nochmal in Erfahrung bringen. Dann werde ich mir eine kleine unauffällige Burg holen für 400 Euro. Nur so, ne? Meine Weihnachtsgeld ist, soll man ja für Geschenke ausgeben. Und da muss man einfach sagen, Happy Weihnachten to me oder so. Ne? Sagt man das so? Keine Ahnung. Hogwarts? Ja, genau, Hogwarts. Wer kennt es nicht? Den allseits bekannte Burg aus Hogwarts. Weil ich absoluter Harry Potter Fan bin. Deswegen baue ich jetzt gerade auch das Harry Potter Set, muss ich natürlich auch dazu sagen. Na, weil das halt genau my Jam ist. So, und jetzt gucken wir das hier. Das müsste ich genauso draufsetzen, müsste ich das ja auch genauso drehen. Ja, und das dreht sich hier genauso. Hui. Ja, sehr gut. Und jetzt bauen wir den Arm. Es gibt hier so einen Arm, den kann man hier dran setzen, der fällt so runter. Den bauen wir jetzt als letztes und dann sind wir, glaube ich, auch durch damit, mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, viel kommt nicht mehr. Oh, das Schlagzeug hat aufgehört. Meine Ohren sind wieder. Ich kann wieder was hören. So, das wird jetzt hier 3,5 frei. Und dann immer auf jedem zweiten setzen. So, 3 Stück, ne? Ja, das passt dann auch. Da kommen noch ein paar Lichter drunter. Ja, Lichter sind es ja nicht. Hier ist ja alles Lava. Ist ja alles Lava hier. Alles ist Lava. War das früher als Kinder immer der Boden ist Lava? Quasi. Hier sogar literally. Genau, es ergibt jetzt alles Sinn. Ja, du hast recht. Der Harry Potter mit dem großen Zauberstab. Ja, ich wollte es jetzt nicht direkt verraten, muss ich auch ehrlich sagen. Da muss man auch einfach sagen, bisschen Geheimniskrämerei, ein bisschen vorbereiten, ne? Auch hier die Klickzahlen zu generieren für meinen Stream, dass ich hier auch mindestens 100 Leute im Stream habe. Ja. Zweimal die Pyramide, damit du eine ganze hast, ja. Das ist aber dann, das ist so ein bisschen dann die, wie Lego es gerne hätte, ne? Die Opfermentalität. Hauptsache, man kann Geld damit machen. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt keiner, das verurteilt. Also wenn man jetzt Bock drauf hat, dann ist es halt so. Dann kauft man halt die Pyramide zweimal. Ich brauche sie. Das ist ein interessantes Teil. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ist an den Seiten abgerundet und hat oben was zum Einklemmen. Das habe ich so noch nicht gesehen, das Teil. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich kenne es zumindest jetzt erstmal nicht. Kann ja sein, dass es das schon länger gibt in anderen Sets und ich das bisher noch nicht gesehen habe und ich zu dumm bin, das hier richtig rum dran zu bauen. So. Und das Ding ist genauso. Das ist das gleiche, nur in diesem Trans-Orange. Sehr cool. Ich mag die Farbe sowieso, dieses Trans-Orange. Das hat irgendwie was. So, ich bin fertig, weil ich habe hier nur noch kleinen Gebimsel über. Ich glaube, viel kommt hier nicht mehr. Zack, so.
glaube, ich habe was falsch gebaut. Ich muss da noch mal gucken. Also das ist jetzt hier. Es kommt hier so dran. Kann man aber auch so hochklappen. Und dann kann man das so runterfallen lassen. Busch. Ja. Okay, ich habe hier, glaube ich, was falsch gebaut. Das gibt es nach da. Da soll man jetzt nämlich Stats reinpacken, die rausfliegen. Dass man hier gegen, hier soll man gegendrücken, dass man die Stats rausdrückt. Aber ich kann hier nur minimal gegendrücken. Ich muss hier irgendwas falsch gebaut haben. Wie sollen die Sachen denn sonst da rausfallen? Gut, wir legen erstmal die Anleitung an die Seite. Das haben wir jetzt ja erledigt. Das ist das Set. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Ja, also man könnte es natürlich so zusammenbauen, dann kämpfen die so gegeneinander. Das ist ja auch, glaube ich, so, wie es im Film stattfindet, ne? Also Anakin ist ja auf der... Doch, Anakin steht auf dem Roboter, genau. Anakin steht auf dem Roboter und Obi-Wan ist hier auf der Plattform. Ja, dann kann man die jetzt hier so hinten, hier hat man hier sogar... Ah, kann man hier so hin und her rutschen und kann die so... gegeneinander kämpfen lassen. Kann das ganze Ding aber auch nehmen und kann das so zusammensetzen. Und lässt sie so gegeneinander kämpfen. Und kann hier so hin und her rutschen. Ich muss ehrlich sagen, so gefällt es mir irgendwie besser. So ist es irgendwie... Das hier ist natürlich... Das Feature hier an der Seite, dass man hier so gegendrücken soll, dass hier Stats rausfallen, ist für mich dieses typische brauche ich nicht Feature. Also packen wir die Stats weg. Bleibt ja auch nicht viel Interessantes übrig. Ja, und das ist das Set fertig. Das erste. Also die Figuren sind gut. Das Set, ich glaube, ich werde das mal so machen. So. Die Figuren sind gut. Ich glaube, so als Set. So als Set. Es ist in keinem Promo-Foto so als Set. Nirgendwo. Es ist nirgendwo so als Set. Als Promo-Foto. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ich finde, so ist es viel nachvollziehbarer. Ne? Das ist das Ding, was umkippt. Beide springen auf die Plattform runter, kämpfen auf den Plattformen. Als so. Ich kann mich nicht erinnern, wann in den Spielen... Geht's auseinander. Sag mal. Willst du wohl... nicht in den Spielen, aber wann im... Wann das denn so war? War das auch mal so? Kann sein. Also ich muss sagen, ich finde das Set nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Nach einem Rebrickable gucke ich aber trotzdem. Stelle ich euch dann vor, wenn es soweit ist. Das Set ist in Ordnung. Also für die 12 Euro ist es in Ordnung. Ja. Ich meine, die Figuren sind cool mit diesen verbrannten Kleidung. Gerade bei Obi-Wan sieht man es deutlicher natürlich, weil es auf dem hellen Set ist. Aber ich finde es okay. Also zum Hinstellen in den Schrank ist es für mich in Ordnung. So. Ne? Anleitung ist Kinder einfach, habt ihr ja gesehen. Und die Ersatzteile sind ja auch überschaubar. Das sind die Ersatzteile. Ne? Also eigentlich von den Stats müssen noch ein paar in das Set, mache ich aber nicht. Sonst das Übliche, ne? Wie gesagt, Lichtschwertgriffe und so weiter und so fort. So, das wäre Set Nummer 1. Ich habe jetzt nur 43 Minuten dafür gebraucht. Ich muss auch sagen, ich denke immer, dass ich viel schneller bin beim Aufbauen, als ich eigentlich bin. Das heißt, ich irgendwie verschätze ich mich da brutalst. Nichtsdestotrotz, die Tüten packen wir jetzt erstmal hier zurück in die Packung. Zack. Und zack. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht, also ich bin nicht negativ von dem Set. Nicht so negativ, wie ich gedacht habe. Aber jetzt kommt das Grand Finale, das zweite Set, nämlich ein Jedi Fighter. Und oh Wunder, wieder Obi-Wan dabei. Wie hätte es nur sein können? Hätte man das nur denken können. So, hier werden natürlich viele, viele Aufkleber dran sein. Die ich natürlich nicht anbringen werde. Ich sage es nur schon vorher. Das heißt, das Schiff wird nicht so aussehen wie auf der Packung. Während das hier alles so blöd einreißt, sehe ich gerade. Aber gut, ich kann es nicht ändern. So. Wir gucken mal. Die Packung ist, naja, sagen wir mal drei Viertel voll. Baumschnitt 3. Das ist Nummer 1. Und demnach bleibt hier nur die 2. Wir haben eine Anleitung. Okay. Und oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, guckt euch das an. So ein großer Stickerbook. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum?
Warum so viele Sticker? Oh Gott, oh Gott. 13 Sticker. Oh Gott, warum so viel? Das Kolosseum, ja, das habe ich auch gesehen. Sieht auch cool aus. Ich bin halt nicht so der Typ, sage ich mal, mit diesen für diese Art Architekt-Sache, aber sieht gut aus, ja. Also die Anleitung ist halt massiv übertrieben. Wir haben 102 Seiten für dieses Set. Warum? Anleitung ist auch irgendwie, also, wenn ihr mal die Anleitung vergleicht. Also so vom, ne? Design her. Ich finde ja hier diese hier irgendwie schicker als die hier. Hier hat man sich irgendwie noch Mühe mit dem Hintergrund gegeben. Hier ist einfach, wie soll der Hintergrund sein? Weiß. Aber soll er nicht was reintun? Weiß. Aber wir haben doch irgendwie noch coole Sachen, die man dahinter backen könnte. Grafiken von Star Wars, von Planeten und so. Weiß. Warum macht man denn hier keinen Kamino-Hintergrund? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Niemand weiß es. So, was haben wir hier? Klar, wir können auch die App nutzen. Wir haben hier die drei Bauabschnitte. Da sieht man sie auch. Also einmal quasi die Hauptseite. Dann wird wahrscheinlich die rechte Seite gebaut. Dann die linke Seite vom Schiff, so wie es aussieht. Oder noch nicht mal die komplett rechte und linke Seite des Schiffes. Gut. Dann fangen wir mit der... Ach du meine Güte. Das ist... Also, jetzt wird's albern, aber guckt euch das mal an. Man steckt die Figur zusammen und dann fängt sie an zu strahlen. Also ernsthaft? Ernsthaft? Was aber cool ist, Obi-Wan hat einen Ersatz, hat einen Hut dabei als Ersatz. Guckt euch das mal an. Voll cool. Der kann quasi dann auch in voller... mit voller Robe über den Kopf rumlaufen. Das finde ich wieder sehr geil als Accessoire. Ist jetzt auch neu auf den Sets, dass bei zum Beispiel bei den Jedis die Roben nicht mehr als diese Setteile dabei sind, die man dann quasi über den Kopf hinten einklemmt, sondern die sind jetzt immer draufgedruckt, ist die Robe. Ich bin da so unentschlossen. Irgendwie ist man, bin ich gewohnt, diesen coolen Look zu haben mit der Robe. Andersrum verstehe ich halt, dass so ein dass so ein Aufdruck natürlich ein bisschen besser drauf wirkt. Ne? Also irgendwie, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich hätte aber lieber, muss ich sagen, die alten Capes gehabt. Und das Schöne ist, wir haben Obi-Wan einmal mit und ohne Headset. Oh, der sieht aber schon, der sieht schon richtig gut aus, der Obi-Wan. Der gefällt mir richtig. Der Torso ist super gut geprintet. Gucken wir uns gleich an. Ich kipp eben noch die zweite Tüte aus. Und hier haben wir das Lichtschwert. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, was verschiedene Wellen machen. Denn die Lichtschwerter sind, warum auch immer, jetzt alle in den neuen Sets alle milchig. Frag mich nicht, warum. Wir gucken uns aber erstmal den Obi-Wan so an. Und achtet, also der Torso-Print ist ja mal mega gut, oder? Finde ich richtig gut. Auch der Beinprint. Dual, also das sind eh dual-modded Legs. Und dann noch da schön drauf geprintet. Seite natürlich wieder nicht beprintet. Und der Back ist halt wirklich minimal beprintet. Oben nur der Torso ein bisschen. Das Wendegesicht von Obi-Wan wird euch wahrscheinlich nicht wundern. Ist er natürlich mit seinem Funkgerät aus dem Flugzeug. Ich zeige euch jetzt aber eben die Oberhälfte, die man drüber setzt. Und das finde ich halt schade. Da hätte ich jetzt natürlich gerne das Cape zu gehabt. Ich meine, klar, so sieht es auch ganz cool aus. So gefällt es mir sogar eigentlich besser als mit den Haaren. Aber irgendwie hätte ich das schon schicker gehabt. So, und jetzt vergleichen wir mal nur die Lichtschwerter. Schaut euch nur mal die Lichtschwerter an. Weil das ist, finde ich, meiner Meinung nach ein absoluter Downgrade. Schaut euch mal das von dem Episode 3 Obi-Wan und dem Episode 2 Obi-Wan an. Was ist das denn hier für ein Lichtschwert? Was ist das denn? Es ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Wie sieht denn das aus? Gut, dass er im Jäger sitzt und ich das Lichtschwert da nicht nutzen muss. Aber das geht gar nicht. Du findest das Milchige besser? Warum passt denn das Milchige besser? Jetzt sag nicht, weil er Milchbubi ist. Dann komme ich dir gleich dahin, du. Das wirkt, als würde es leuchten. Ist das so? Ist das so? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich auch die Klare nur gewohnt. Ich lasse das mal auf mich wirken. Aber danke für die Rückmeldung. Ich muss das Ganze mal noch... Achso, du meinst, weil das dann so einen Schimmer hat. So ein...
Ja, ich verstehe, wo das hingehen soll von der Idee her. Also, nichtsdestotrotz ist eine coole Minifigur. Ist mal unabhängig vom Lichtschwert. Ne? Achso, was auch neu in den Anleitungen jetzt ist, kann ich auch mal zeigen. Man hat hier unten immer, wie so ein Loading-Screen, man hat hier unten einen Obi-Wan. Und je weiter man in der Anleitung voranschreitet, desto weiter ist er unten auf diesem Loading-Balken sozusagen. Da ist der Chaos Dream. Ich grüße dich. Hallöchen. Grüße dich vielmals. Falls dich interessiert, Chaos Dream, nächste Woche am Dienstag kommt mein Review zum zur Enterprise D Mittelgröße und Freitag kommt mein Review zur kleinen Enterprise D auf YouTube. Nur so, hab ich ja gesehen, dass du auf YouTube guckst. Nur zur Info. Genau, dann frage ich auch mal Chaos Dream hier als was er dazu meint. Lichtschwert. Auch mal hier Frage. Das klare oder das milchige? Was würdest du eher bevorzugen? Ja, Twitch ist da irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin seit 50 Minuten online, aber Twitch ist wahrscheinlich komisch mit seinen Mitteilungen. Milch, ich finde auch milchig besser. Okay. Okay, dann bin ich, dann ist das für mich so ein Oldschool-Vibe, dass die bei mir immer, dass ich die eigentlich nur kenne, dass die immer klar sind. Aber gut. Ich zeig mal eben, was ich gerade schon gebaut habe. Ein kleines Set, ein Duell von Obi-Wan gegen Anakin. Ne, hier auf dem Mustafar. Das war das erste und jetzt als zweites baue ich halt das hier. Aber wie gesagt, du kannst das Review kommt dann. Das habe ich nämlich gerade, also vor dem Stream habe ich das Review nämlich aufgenommen. Und ich muss sagen, die Enterprise D, da werde ich mich schon ganz gut drüber aufregen, denn die hat nämlich neben den optischen Problemen, die du ja angemerkt hast, ganz, ganz große statische Probleme. Das Ding fällt mir dauernd auseinander. Richtig ätzend. Und das werde ich auch verkaufen. Deswegen habe ich mir die kleine auch geholt. Da ist zumindest das Blau richtig und da sind keine komischen gelben Steine drin. Ne? Achso, ja, und was ich nicht anbringen werde, hier das, wie ihr wisst, ist wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. 13 Sticker. 13 Sticker. Auf dem 20-Euro-Set. 13. Bin ich sofort getriggert gewesen. So einen Müll. So, das haben wir schon mal gebaut, was das auch sein, später sein soll. Sonst alles gut bei dir, Chaos Stream? Hoffe ich. Das ist eine gute Frage. Durch keins. Nee, man kann durch keins gucken. Da hast du recht. Verdammt, ich werde hier heute von meinem Chat ganz schön gut belehrt. Da hat er recht. Man kann durch keins durchgucken. Die Lego-Community ist aber außer sich vor Wut, dass die jetzt milchig sind, weil sie denken, das ist eine schlechtere Qualität des Erstellen. Neuen Rechner und nur Zocken angesagt. So. Irgendwas Besonderes? Irgendwas Besonderes in Aussicht? Jetzt die gibt ja jetzt momentan recht viele Spiele von der PS5, die auf PC geportet werden. Das ist für mich außerdem auch nochmal eine Überlegung wert, den PC aufzustocken, muss ich sagen. Dass ich. Achso, dürfen wir mal ganz kurz sagen, das fällt mir gerade mal auf, dürfen wir mal ganz kurz anmerken, dass hier keine Müllfarben drin sind. Ich sehe hier nicht eine einzige mistige Farbe. Hier ist kein Türkis, hier ist kein Pink. Hier ist kein Azur. Nix. Gar nichts in der Farbe. Gar nichts drin. Es ist wirklich weiß und dieses Rot. Und dieses Grün braucht man halt eigentlich für die. Gehört ja auch zum Schiff. Ach so, da ist kein Platz zum Verstecken. Gut, weil ich da nämlich gerade diese Innensachen hier baue, diese hier. Und hier hätte man ja locker was reinsetzen können, finde ich. Das wäre jetzt ja nicht so aufgefallen, ob, ne, wie Stangen aussehen. Aber ich kann mich auch täuschen. So meinst du, weil jetzt hier. Oh, ich bin gespannt.
Ich bin gespannt. Vielleicht täusche ich mich auch. Man kann hier wirklich nichts drin verstecken. Ich hätte jetzt nur gedacht, das würde ja deutlich auffallen, ne? Da waren die besoffen. Ja, kann auch sein, ne? Also, ich habe mir jetzt auch Next Generation nochmal angeguckt. Und dieses Gelbe, was ja Bluebricks draufpackt, das ist immer das Licht, was man so blink, blink macht. Aber das ergibt halt keinen Sinn, weil es die ganze Zeit nervig gelbe Steine sind, einfach in der Untertassensektion. Das ist, ja, und die, auch hinten die Antriebsgondeln, als ich mir die angeguckt habe, das ist ja auch sehr, sehr, sehr deutlich, dass das Blau vorne und hinten nicht stimmt, was sie da verwendet haben. Deswegen bin ich da eigentlich ziemlich froh drum, dass ich mir die kleine Version noch geholt habe. Besonders jetzt, wo die erste Welle ja rausgeschmissen wird bei Bluebricks. Für diejenigen von euch, die noch Interesse haben, die hauen momentan 25% auf alle Sets der ersten Welle. Das heißt, noch hat man eine Chance, wenn man irgendwas von der ersten Welle abgreifen möchte, zuzuschlagen. Chaos Dream hat da ja schon mal durchgeguckt und war, wie nenne ich das jetzt politisch nett, mittelbegeistert von den Sets. Alle sagen, die zweite Welle soll besser sein und die wollen die erste Welle jetzt ja auch nochmal rausbringen mit entsprechend anderen oder besseren Bautechniken. Aber ja. Ein Schiff fandest du okay. Das muss ich relativieren, da hast du vollkommen recht. Ein Schiff fandest du okay. Twilight of the Thunder Gods. Das ist eigentlich so das Lied von Amon Amarth. Also das spielen die auch ja mal als letztes bei den Konzerten, deswegen. So, ich sehe schon, hier kommen jetzt gleich die ganzen Aufkleber drauf, aber not for me und not today. Das Lied mag ich aber auch wirklich echt gern. Das ist einfach. Es hat einfach einen guten Groove, finde ich. Wir gucken mal nachher, ob das Schiff einigermaßen okay ist, wenn es keine Aufkleber drauf hat. Markus, mein Bester, ist Schüler zurück hier aus Langenfeld. Warst du aber nicht lange da? Oder weil es nicht so viel Gutes gab? Grüße dich. Ich hoffe, alles gut bei dir soweit. Wir quatschen sonst einfach heute Abend im Discord, Markus. Alles gut. Aber danke, dass du vorbeischaust. Das ist sehr nett von dir. So. Oh, das Schiff wird länger, als ich gedacht habe. Huch, das habe ich ja voll unterschätzt. Das ist ja wirklich länger als gedacht. Okay, ich dachte, das ist ein kleines Schiff. Aber das ist so die Länge vom Schiff. Das ist wirklich länger, als ich gedacht habe. Das wird kürzer. Negativ. 35 Gramm Steine? Was hast du überhaupt mitgenommen? Ist das einfach nur aus Mitleid? Wer war denn da? Carsten oder Sascha? Hast du aus Mitleid nur was mitgenommen? Oder? Ich bin ja erschrocken. Das ist ja 35 Gramm? Das ist ja nix. Guck mal, und ich habe extra für dich noch am Anfang der Woche Schütten leer gemacht, dass da was Vernünftiges nachkommt. Aber keine Sorge, ich glaube, ich habe dir keine Teile weggenommen. Die Schütten, die ich leer gemacht habe, waren halt Pflanzenteile und braune Teile überwiegend. Ich glaube, das ist so nichts. Jochen. Ach, Jochen ist hier der Bärtige mit der Glatze. Ja, genau, das Mädel, genau, das hilft ja aus, samstags. Genau. Nur gelbes, okay. Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn natürlich nur gelbes nachkommt. Ja, er hatte nämlich, es war geil, weil ich dachte, so, hast du noch andere Steine? Er so, ja, und dann hat er so einen Einkaufswagen vorgeholt mit einem großen, das war auch so geil, er hat einen Einkaufswagen mit so einem großen Karton und er so, ja, wühl dich einfach durch, wenn du noch was gebrauchen kannst. Und dann kamen andere Kunden, oh, guck mal, ein ganzer Karton voll Steine und so. Und ich fand das lustig, weil er das für mich irgendwie rausgeholt hat und alle anderen auch dann sofort zu diesem Karton gingen und gucken. Das war sehr lustig. Genau, das ist Obi-Wan Starfighter. Die haben jetzt alle neue Lichtschwerter. Die sind milchig. Ich stelle den mal neben einem älteren Obi-Wan von einem anderen Set, was ich gebaut habe. Da kannst du ja mal gucken.
Mein Chat hat bisher gesagt, dass sie den Milch, das milchige Lichtschwert besser finden als das klare. Also das in Episode 3 Obi-Wan, der hat das klare und der jetzt Episode 2 mit dem Jäger hat das milchige. Ich weiß nicht, also ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja irgendwie ein Freund dieser klaren Lichtschwerter, aber mein Chat sagt, das milchige ist besser. Was ich cool finde, ist, dass hier die Hood sozusagen als Ersatz mit dabei ist und man zwischen Haare und Hood wechseln kann. Das finde ich sehr geil. Aber Aufkleber kommen bei mir nicht drauf. Ne? Du magst auch beide. Okay, das ist diplomatische Antwort. Dann, ja. Dann lassen wir es dabei. Einfach beide mögen. Aber nee, also Aufkleber kommen hier natürlich nicht dran. Aber ich bin sonst mal gespannt. Ich bin überrascht, wie gesagt, von der Größe, dass es wirklich so lang ist. Ich hätte das wirklich kürzer gedacht, dass das Schiff wirklich nicht so lang ist. Aber das ist jetzt nicht negativ, sondern eher positiv. Ah, Teiletrenner. Da. Hab ich um eine Noppe verbaut. Da kommt das hin. So. Ich habe mich auch schon gewundert, dass hier keine Fehlfarben dabei sind. Aber der Chat hat auch schon angemerkt, dass hier wahrscheinlich einfach auch nichts an Fehlfarben reingepackt werden kann. Also an bunten Kram. Das kann natürlich gut sein. Ich hoffe einfach nur, dass das ohne Aufkleber auch gut aussieht, das Schiff. Ich verlange ja nicht viel, aber das möchte ich gerne haben, dass es einfach ikonisch genug aussieht ohne Aufkleber. Und dann bin ich eigentlich auch schon froh. Oh, die sind neu. Sind die neu, die Teile? Mit zwei Noppen und so vom Winkel? Kenne ich jetzt eigentlich nicht. Scheint irgendwie. Also für mich sind die neu, die Teile. Ja, Markus, du weißt doch, ich bin doch jetzt gerade in der großen Bauoffensive, dass ich jetzt so viel wie möglich jetzt einfach mal baue. Deswegen, ich habe nämlich gerade nämlich das hier schon gebaut. Was viele so abgehatet haben. Ich finde das aber gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Klar, das Spielfeature brauche ich nicht, aber sonst ist das eigentlich so zum Hinstellen, ist das eigentlich ganz cool mit den beiden, die kämpfen. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Weil auch bei den ganzen Promotionssachen, das immer nur so gesehen hat. Und alle sagen, wie sieht denn das aus? Aber man kann das ja so zusammenklemmen. Dann sind die beiden quasi so im Kampf. Das geht auch. Oder man macht das halt so. Und ich finde das so als Quadrat eigentlich ziemlich cool gemacht. Muss ich sagen. Kann man sich gut so ins Regal stellen, ne? Dann, bekommst du aber wieder Guardian. Oder bist du jetzt komplett weg? Aber ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Brotschmieren. Ja, das tut mir leid, Markus. Das ist ja sehr ärgerlich. Dann bist du ja fast quasi unnötig dahin gefahren. Oder hattest du noch was anderes, was du da eh abgeholt hast? Irgendwie noch ein Bundeswehr-Set? Oder war das dieses Mal wirklich auf gut Glück hinfahren und zu gucken, was sie noch haben und dann leider enttäuschend wieder abrücken? Genau, Carsten sagte auch zu mir, genau, dass er noch so viel gelben Kram hinten hat und dass er dann erstmal gucken muss, bevor er was Neues bestellt. Ist natürlich auch ein bisschen schade. Aber gut. Der kann ja auch nichts für, was ihm geliefert wird, ne? Doc Tom ist auch hier! Mein Bester, ich grüße dich! Hallo, hallo, hallo! Wie geht's? Ich hoffe gut. Oh, das ist schick hier gemacht. Das ist cool gemacht mit den Antrieben. Das ist ja mal richtig gut gemacht. Ich bin gerade hellauf begeistert hier von den Bautechniken. Ne, es sind ja alle immer nur am Lego am Meckern, so ein Saftladen und bla bla bla. Aber ich bin super begeistert und ich habe Teile übrig. Nein! Ich habe irgendwas vergessen.
Also das ergibt keinen Sinn. Die dürfen nicht übrig bleiben. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Och Mann, nee. Ein Riesenladen, der Lego Einzelsteine und Sets verkauft. In Monheim, ah, okay. Aber lohnt sich auch nicht mit den Preisen. Ja, okay, reden wir heute Abend drüber, okay. Oh, Doc Tom holt sich die ganzen Dings da zusammen, die ganze Star Trek-Geschichte. Verstehe, verstehe. Hast du schon was davon gebaut? Ich habe eine Plate über. Warum habe ich eine Plate über? Das kann nicht sein. Weil ich blöd bin. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Mein Fehler. Gott sei Dank nichts Schlimmes auseinanderbauen. Kein 5-Sterne-Brot, ach so, also, ja. Gut, dann viel Spaß, bis gleich, sag ich mal. So, also Tüte 1 haben wir fertig. Das ist jetzt das Ergebnis Tüte 1. Und mir gefällt das schon mal hier mit den Antrieben richtig cool. Das ist richtig gut gelöst. Auch sonst, ja, Lego-mäßig halt, ne? Stabil. Wenn man das so in der Hand hält, könnte das auch so ein kleines Schwert sein oder Messer. Jung, 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 jung. So, dann mal gucken hier. Die Teile wieder, die übrig sind, die kleinen Teile und wieder ein Lichtschwertgriff. Wie gesagt, 1000. Die Frisur von Obi-Wan packen wir auch dabei. Ich glaube, ich lasse ihn, obwohl er sitzt im Schiff, ne? Da kann er die Hut nicht aufhaben. Ich werde Obi-Wan nämlich reinsetzen. So, da muss er nämlich, weil Schiff ohne Pilot ist blöd. Das Lichtschwert packen wir dann hier rein. Aber die Hut ist cool. Die kann ich vielleicht auch für einen, ich habe hier glaube ich auch noch irgendwo einen Ben, meine ich, der keine Hut hat, dann kann ich die theoretisch auch dem Ben geben. Ne? Nur 4 Sets, was ist los? Kein Platz. Oh, oh, da werden, wird hart geschossen. Oh, nee. Nee, 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 nee. Meinst du, dass er jetzt einfach mal so ein, irgendwie sich ein Brodeli-Dodeli snackt und dann, oh, nee, ich krieg das ja von dem Herrn, Herrn ApoRed immer nur mit über die Streams, die ich schaue, die Reactions machen. Und ich finde das, schwierig. Der allerechteste. Ich finde das schwierig, das zu konsumieren. Da ziehen sich immer so ein bisschen bei mir die Zehennägel hoch, muss ich ehrlich zugeben. Es ist so ein bisschen, sind da einfach, ich halte ja allgemein nichts von Leuten, die sich so zu wichtig nehmen, deswegen, die sich wichtiger nehmen, als sie sind. Aber hier haben wir eine super coole, die sieht ja richtig gut aus, die Figur. Eine richtig coole Genosianerin. Das ist für viele ja auch der Kaufgrund auch von dem Set mehr oder weniger auch mit gewesen, denn diese Minifigur ist ja mega gut. Schaut euch die mal an. Ne, besonders mit dem langen Hals, richtig cool gemacht. Cooler Torso-Print, Beine. Ne, das sind diese Kleidbeine, die aber hinten diesen Schwung haben und dann auch besser halten. Und ihr seht hier auch, bedruckt, hier unten bedruckt, sehr cool. Rücken auch bedruckt. Coole Figur. Sehr coole Figur. Sehr coole Figur. Ja, Chaos Stream sieht das genauso. Der Content ist hart anstrengend. Oh, Doc Tom hat jetzt einen Anhänger. Ja, dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen, ne? Wenn du jetzt einen Anhänger hast. Die nächste große Eröffnung von irgendeinem Store kann jetzt kommen. Ne? Die Berlin war jetzt gerade, ne? Dieser Brücken war gerade, glaube ich. Berlin. Berlin ist ja schon durch. Schon mal überlegt, ob ich mal irgendwann ein paar Bekannte in Berlin besuche und das unauffälligerweise nutze, um mir da mal den Megastore anzugucken. Das war vielleicht noch eine Idee. Achso, ich soll das auch. Zumindest bisher ist das, wo ich gedacht habe, okay, das könnte man ja vielleicht kombinieren. Also natürlich, das Bekannte besuchen ist natürlich wichtiger, als einen Store zu besuchen. Zwinker. Ne, aber also sollte es natürlich.
So, das kommt hier drauf. Okay. Haben wir. Hier verkleiden wir weiter den Kollegen. Also ich, wie gesagt, ich bin immer noch echt begeistert, dass hier die Farbauswahl so gut ist. Einiges könnte verdeckt werden, aber ist es wirklich so, dass sie wirklich gesagt haben, hey, Leute, wir nutzen hier einfach wirklich Farben, die hier nur zugehören und packen keine queren Farben rein. Nö, auch nicht in der dritten Tüte, sehe ich nichts erstmal. Ich bin immer noch etwas sprachlos. Ne? Ach so, der Modellanhänger. Sorry, habe ich falsch gelesen. Okay. Oh, Rosinenbrot. Ja, ich glaube, beim Rosinenstuten ist der leichteste raus. Kann er sich nicht leisten. Nimm einen großen Koffer mit. Ja, aber ich glaube, wenn ich nach Berlin fahren würde in den Store und ich würde da zu lange bleiben, dann würden auch die Bekannten oder die Bekannte, die ich besuche, sagen so, bist du wegen mir da oder wegen den Klemmbausteinen? Und dann hätte ich ein Problem, mich wahrheitsgemäß zu äußern. Ja, muss ich auch mal gucken, ob ich das überhaupt mache. Aber ich wollte ja sowieso, irgendwann wollte ich ja nochmal so einen Städtetrip machen. Also mir so ein paar Städte anschauen. Klar, in Berlin war ich schon mal, ja. Aber dann würde ich Berlin so als Zwischenhalt einfach mitnehmen. By the way, hier ist einzig bedruckte Teil bisher. Ist ja dieser kleine Bordcomputer. Den kennt man ja. Der ist ja irgendwie überall immer mit dabei. So, und der kommt hier rein. So. Das ist das. Wir nähern uns der Hälfte. Ja, jetzt nehme ich das Ding. Soll das bekleben? Also werde ich das nicht nehmen und bekleben. Und das kommt hier rein. Hier ist jetzt ein Hohlraum. In diesen Hohlraum kommt nämlich das Teil vom Druiden, was man nicht braucht, wenn man den Druiden hier an der Seite setzt. Das habe ich nämlich schon online gesehen. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um und verkleiden jetzt hier die Seiten. Sehr, sehr schick. Aber ich werde heute auch kein drittes Set mehr bauen. Also mit diesen beiden und dann ist auch Feierabend. Genau, Guardian. Guardian hat's rausgefunden, genau. Das wäre, glaube ich, der richtige Satz, den man sagen müsste. Ich bin aber auch, wenn ich so irgendwie so irgendwo hinfahre, ich bin mehr so ein wie voll kriege ich meinen Rucksack-Typ. Das ist auch ein neues Teil, oder? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. In dem Winkel, mit der Noppenzahl. Also es wirkt auf mich zumindest recht neu. So, da soll ich jetzt einen Aufkleber. Ich soll jetzt einfach auf diese große Platte soll jetzt ein Aufkleber, der 2x2 groß ist, drauf. Das weiß ich jetzt schon, dass das vorne und hinten nicht funktioniert, so wie ich, so intelligent wie ich bin. Also bleibt auch der Aufkleber mir hier erspart. Weil wie ich mich kenne, würde ich da wahrscheinlich auch noch den falschen Aufkleber nehmen. So. Tüte 2 ist gleich schon ziemlich durch. Okay, jetzt kommt wieder ein Aufkleber. Und jetzt ein Aufkleber auf ein gebogenes Element. Das mache ich auch nicht so gerne. Also hier auf diesen Stein, ne, dass der so komisch gebogen ist, da soll eigentlich auch noch ein Aufkleber drauf. Aber das kann ich nicht gutheißen. Und das kommt jetzt hier hinten so dran, um das so schön zu verjüngen. Richtig cool. Ich glaube, ich baue jetzt wirklich erstmal die Seite hier komplett. So, jetzt kommt der nächste Aufkleber, den ich mir auch sparen werde. Kommt hier drauf und darunter kommt die Plate. Okay, also das Ende hier wird man wahrscheinlich immer abreißen. Das merke ich gerade. Das ist so ein bisschen. So.
Und dann bauen wir jetzt den Flügel. Okay, wir bauen wirklich erst die rechte Seite und dann bauen wir die linke Seite. Ergibt ja auch Sinn, dass man nicht mal hin und her wechselt. Ne? Genau, das ist sonst so ein IKEA-Ding, verstehe. Ja, das, ja klar, man, also, was mir immer auffällt, wenn ich so Teile mitnehme, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht und Doc Tom auch, wenn man so Teile einsammelt, dann denkt man, ach, nimmt man hier noch eine Handvoll, nimmt man hier noch eine Handvoll, hier kannst du noch ein paar, da kannst du noch ein paar. Und dann stehst du da nachher, und klar, Klemmbausteine kann man nie genug haben, würde jetzt der Verkäufer uns dann noch entgegensagen. Aber es ist ja prinzipiell schon so, dass man dann erstmal so überlegt, okay, jetzt habe ich diese ganzen Teile mitgenommen und man ist sie zu Hause am Sortieren und dann sagt man, okay, ich glaube, ich habe zu viel mitgenommen. Und dann denkt man, ah, aber ich kann die ja nutzen, um was Neues draus, was Größeres draus zu bauen. Und dann will man was Größeres bauen und dann denkt man, oh, jetzt fehlen mir aber da wieder Teile für. Also geht man los und holt wieder Teile. Und man kommt in so einen Schreckenskreis rein aus einer nie endenden Spirale von, ich brauche mehr Teile, oh, ich habe zu viel mehr Teile gebaut, oh, ich könnte es dadurch jetzt aber größer bauen, oh, ich brauche mehr Teile. Würde ich jetzt so, also das ist so meine Erfahrung bisher. Ne? Sagt, kann sein, dass ich nur Pech hatte damit, aber das ist so meine Wahrnehmung bisher. Ja, das war auch letztens in Dortmund so. Deswegen meine ich das ja, das ging mir so. Kenne ich irgendwo, ja. Ja. Dass mir das irgendwie... Dass das halt irgendwie ein Problem sein könnte. Aber, weiß ich, ging das in Dortmund auch so? Ja, gut, Doc Tom ist nach dem Motto Think Big. Ja, er nimmt immer... Er plant immer gleich schon, dass er mit mehreren Wagen da zurück muss. Ja. Kann man auch machen. Ich meine, ist ja eine nachvollziehbare Herangehensweise. Lass ich mal eben gucken. Ich glaube, das Weiß der Aufkleber... Ja, das Weiß der Aufkleber ist so ein anderes Weiß als die Steine, weil die Steine haben so einen leichten... Aber guckt euch das mal an, die Weiß passen überhaupt nicht zusammen. Sieht man das? Das sieht man, glaube ich, nicht so gut. Aber die Aufkleber würden sowieso mistig aussehen. Das Rot passt auch nicht, da sind die Aufkleber zu dunkel. Also so oder so, hätte man den Bogen drauf, würde man die Aufkleber nutzen. Selbst das imperiale Zeichen muss ich draufkleben. Ah, Leute. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Finde ich zumindest. So, jetzt bauen wir hier so ein bisschen Technikgefummel. Okay, das haben wir. Und jetzt? Habe ich die gar nicht durchgesteckt? Okay, das soll nur so aussehen. Es bleibt keine Ausdruckszeit zurück. Okay, okay, okay. Einfach mehrfach laufen klappt immer. Ja, ich merke, wir sind schon...
die Doc Tom teilt uns seine Tipps, wenn es auch mal größer sein darf beim Einkauf. Oder teilt uns seine Weisheiten. Das heißt, ein How-To, wenn man einfach richtig viel einkaufen möchte. Verstehe, verstehe. Ja, Laderampe, Lastenaufzug, da wird alles mitgenommen. Jetzt kommt wieder die kritische Frage an Doc Tom. Wie sieht's denn so aus? So, wie fast ist mittlerweile schon gebaut eigentlich von den Sachen? Oder ist Bauen eher nebensächlich? Ich glaube, Bauen war eher nebensächlich, ne? Soll ich das irgendwie in Erinnerung? Okay, das wird jetzt hier so gekontert. Aber ich glaube, Dr. Mann hat noch genug zum Bauen für genug zum Bauen für Weihnachten, oder? Egal, wie rum ich das reinsetze. Ich muss gerade mal gucken mit dem Schießmechanismus. Kann ja eigentlich nur so, oder? Kann nur so, ja, okay, kann nur so geschossen werden. Dann einmal so. Und das, jetzt muss ich gucken. Ich habe da noch eine Plate über. Ich habe schon wieder Angst. Und wird die noch genutzt oder nicht? Angst, ich habe eine Plate vergessen. Ah, hier, okay. Oh, Gott sei Dank, nur einen Bauschritt vorher. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, also hier ist das einzig Blaue, was durchguckt, mal wieder ein Dreierpin. Hier, ne, mal wieder. Aber der fällt, glaube ich, nicht so auf, weil das ja eh unterhalb des Flügels ist. Also die Frage ist, ob ich die Kanone hier oben drauf zwingen brauche. Ich werde die ja eh nicht bestücken. Ob man die jetzt so zwingen braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt Streitsache. Naja. Wir nehmen das jetzt erstmal so an. Und basteln das natürlich hier so. Genau, und das ist, was ich bei vielen gesehen habe. Die haben sich beschwert natürlich, dass man jetzt hier diese Lücke hat. Hier, ich halte mal die Hand dahinter. Hier hat man die Lücke. Hier, da sieht man meinen Finger hinter wandern. Aber da gibt es einige, die haben da schon einen Workaround zu gefunden. Da muss ich mal online gucken, was man dafür braucht. Nächstes Mal Blue Bricks, Markus, ne? Dann kann man hier die Lücke nämlich schließen. Da brauchst du nämlich nicht viel. Ich glaube, du brauchst 3 oder 4 Teile, dass du das hier zumachst. Das ist das, was ich nämlich irgendwie gesehen habe. Solche Fragen. Bitte. Zweiter Lagerraum. Zweiter Lagerraum. Okay. Du überlegst, wie du deinen Lagerraum erweitern kannst? Deinen Lagerraum erweitern? Ich bin irritiert. Ich wollte sagen, also in die Mengen, wie Doc Tom kauft, gilt das schon als Schwergut, Guardian. Ja, dann muss das wahrscheinlich per Spedition oder halt per Sperrgut gehen. Und da wird es aber wieder ziemlich teuer, muss ich sagen. Sollte man sich überlegen, ob das dann so sinnvoll ist. So, wir bauen jetzt den Druiden. Den Obi-Wan dabei hat natürlich. Hier vorne, da ist vorne, ne? Oder ist da vorne? Ich bin irritiert. Muss mal gucken, was hier vorne ist. Ne, das ist vorne. So. Auch den zeige ich euch natürlich. So. Da ist der Druide.
Ja, schicke Details halt, ne, wie immer. Es ist ja eigentlich R2, nur halt hier oben ist das halt auf dem roten Kopf drauf gedruckt und hier unten ist es halt da nicht blau, sondern rot. Aber cool. Ist halt ein Droide. Also, kann man erstmal per se nichts falsch machen, ne? So, jetzt bauen wir natürlich hier auf der anderen Seite den Flügel genau so auf. Ah, ne, wir bauen, ja genau, wir müssen natürlich erstmal hier wieder an der Verkleidung arbeiten. Ja, das mit der Lücke, das muss ich nochmal gucken. Wie gesagt, da gucke ich nochmal, suche ich nochmal bei Rebrickable das raus, Markus. Kann ich dir dann ja auch nochmal schicken, wie man die Lücke hier zukriegt. Das ist, wie gesagt, es geht wirklich mit 2, 3 Teilen, habe ich das gesehen, dass man das wirklich gut schließen kann. Ja. Genau, wir schließen die Lücke, genau. So machen wir das. Bei uns kommen keine Lücken zustande. Bei uns wird alles zusammengesetzt. Genau, hier ist es. Also hier spiegelt sich das natürlich, ne, was ich jetzt baue. Das ist das gleiche wie auf der anderen Seite. Hier kommt natürlich das Cockpit noch drauf. Vielleicht kommen hier noch ein paar, was ich, noch ein paar Kleinigkeiten irgendwo dran, aber der Rest spiegelt sich gerade, der Bau. Ist ja auch nachvollziehbar, ist ja auch ein symmetrisches Schiff. Ne? Genau, da ist Belgien. Ja, genau, da weiß ich. Kriegst du die Halle bis dahin noch fertig? Oder deine Erweiterung, deine geplante Erweiterung der Halle? Ich formuliere es mal so. Weil du hast bisher hast ja jetzt auch nicht so die Steine zusammenbekommen. Ne? Du hattest ja jetzt die Platten, aber auch nicht so die Steine, ne? Mut zur Lücke. Ja, das geht auch. So. Ja, also es ist das gleiche wie auf der anderen Seite. Hier sind natürlich auch überall die Aufkleber dran. Was aber ziemlich cool natürlich jetzt aussieht, ist hier hinten das Heck, ne? Das ist jetzt natürlich schön schmal zusammen, ne? 2 Plate-Höhe, indem man quasi hier mit dem Baurichtungsumkehr arbeitet. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus ohne Aufkleber, aber ich bin immer noch nicht so wirklich negativ eingestimmt, dass es ein Muss-Kriterium sein sollte. Sondern eher so ein Kann-Kriterium ist hier den Aufklebern. Deswegen bin ich noch nicht negativ gestimmt. So. Eine Fliese. Ah ja, okay, sonst danach. Okay, verstehe. Ist ja auch nachvollziehbar. So. Und jetzt bauen wir den anderen Flügel und ich glaube, dann sind wir fast fertig. Wir haben hier noch das Cockpit-Ding und dann sind wir, glaube ich, durch. Was ich dann okay finde. Was ich vollkommen okay finde. Ich meine, wir haben jetzt hier auch nochmal fast eine Stunde jetzt dran gebaut. Das andere Set ging natürlich schneller, waren auch weniger Teile natürlich. Und dann haben wir doch schon mal eine gute Basis für einen Start in den Samstag gehabt. Kann ich nämlich gleich auch nach dem Stream mich hinsetzen, noch was kochen, Leckeres. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde auf den Kühlschrank öffnen und gucken, was ich da zusammendübel. Und dann geht das schon. Irgendwie. Hoffe ich. Ja, aber irgendwas habe ich im Kühlschrank auf alle Fälle. Alternativ, gibt ja genug Leute, die liefern. Ich glaube, da gibt es keinen Lieferservice, der sagt, nein, wir wollen dein Geld nicht, wir liefern dich nicht. Sondern, ich glaube eher, da ist die Freude dann groß geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die Leute noch heutzutage so viel bestellen, gerade durch die Inflation und weniger Geld, was die Leute so zur Verfügung haben. Das werden wahrscheinlich diese ganzen Bestell,
Services auch merken, dass es da zurückgeht. Und das wundert mich ja natürlich dann natürlich nicht. Ja, ich kann auch einkaufen. Ich war aber gestern schon einkaufen. Und deswegen brauche ich heute nicht einkaufen, if you know what I mean. Also ich habe genug im Kühlschrank. Es ist eher dieses, ich stelle mich in die Küche und koche was Problem. Nicht, ich habe nichts in der Küche zu essen Problem. Ne? Also es scheitert dann eher daran, dass ich keine Lust habe, anstatt dass ich nichts da habe. Ich habe diesmal nämlich wohlweislich, also ich kann ja sagen, sonst sind meine Samstage immer so, dass ich denke, ach, du könntest mal wieder streamen. Dann gehe ich irgendwie morgens einkaufen, werde halb tot getreten, weil es ja immer voll ist samstags, wenn man einkaufen geht. Komm dann irgendwie um 10, halb 11 wieder, mach mir dann erst Frühstück, gammel dann noch so ein bisschen rum und dann ist ja auch irgendwie schon Nachmittag und dann ist Abend und dann ist wieder vorbei. Also ja, ist ein First World Problem, was ich hier gerade erzähle, aber irgendwie ist meine Zeiteinteilung dann katastrophal, dadurch, dass ich dann immer, wenn ich einkaufen gehe, auf dem Samstag. Deswegen habe ich mir gestern gesagt, nein, 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 ich gehe jetzt auf den Freitag einkaufen. Und deswegen war ich heute auch so, konnte ich heute natürlich dann auch den Stream jetzt gerade anwerfen. Ne? Klemmbausteinsuppe. Lecker Klemmbausteinsuppe. Genau, das stimmt, Klemmbausteine einkaufen zählt nicht. Letzte Woche, da hast du recht, war ich ja mit dir in Dortmund gewesen. Da habe ich auch nicht samstags, da habe ich es hinterher nämlich einkauft samstags. Das kam ich auch noch dazu, da war ich dann ja auch, weiß nicht, war ich dann zu Hause, irgendwie 14:30 war ich dann zu Hause. 15 Uhr und dann noch einkaufen gegangen und dann war der Samstag ja auch schon wieder vorbei. Also ja, ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber also ich bin immer noch, ich muss immer noch mal gucken, wie man das dann oder was die hier ich glaube, wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich mache gleich nochmal einen Browser-Tab auf und dann gucken wir uns an, wie wir das ersetzen. Dann weiß ich nämlich auch, was ich nächstes Mal brauche an Steine. Falls wir irgendwann nochmal wieder nach Dortmund fahren, weil es ist immer so ein bisschen Roulette-mäßig, ne? Markus kann das bestätigen. Das ist manchmal auch ziemlich ärgerlich. Es ist auch manchmal ziemlich frustrierend, dahin zu fahren, wenn man nämlich nichts findet. Weil aus Gründen die Brickwalls total leer sind. Was für Dortmund natürlich ziemlich schlecht ist, weil die ja eine Mega-Brick-Bar haben. Und wenn die da natürlich da leer ist, ist etwas ärgerlich für die Leute, die da kaufen wollen. Wie Markus und mich zum Beispiel. So. Ja, auch hier bleibt die Lücke natürlich gleich. Ne? Ich kann jetzt von beiden Seiten hier schön durchs Schiff gucken. Ihr seht da auch meine Hände. Das ist ein bisschen schade. Da könnte man auch eigentlich. Ja, aber das Schiff ist sonst ziemlich schön. Da kommt der Spieltrieb wieder durch. Aber wir drehen das Ganze um. Jetzt gibt es hier noch ein Stand hinten. So. Und vorne gibt es dann noch einen Senkfuß. Oh, ich habe schon wieder Teile übrig. I hate it. Wisst ihr das, wenn ihr was baut und ihr seht schon, diese Teile dürfen nicht übrig bleiben? Ich hoffe, es kommt noch ein Bauabschnitt. Ja! Es kommt noch ein Bauabschnitt. Achso. Das auch ausfahren hier. So. Steht. Das wird da drauf gesetzt. Das kommt da dran. Ja, es bleibt nichts. Sehr gut. Ich habe richtig gebohrt. Ja, dann wissen Markus, wissen wir, ne? Der nächste Einkauf ist dann wohl Berlin. Kommen wir nicht drum weg. Jetzt einfach mal so einen Tagesausflug nach Berlin machen, um da dann Teile zu kaufen. Gut, ich könnte jetzt hier das Ganze noch bestücken mit den Teilen, mache ich aber nicht. Das Interessante kommt nämlich jetzt hier. Genau, das Lichtschwert kann man hier noch drunter klemmen. Hier sind zwei C-Clamps. Die sind nämlich dafür gedacht, das Lichtschwert da drunter zu klemmen. Mache ich jetzt aber nicht. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber wir nehmen jetzt hier vorne das einmal ab.
dass ich nämlich alles reinsetze vom Druiden. Ich will nämlich mal gucken, ob das wirklich so gut klappt hier. Krass, das geht ja wirklich. Das ist voll versteckt, vollkommen versenkt, weg. Und jetzt sitzen wir hier, ne, so wie es denn ja im Dings normalerweise ist. Hier den Druiden, der kann sogar sich drehen. Der kann hier Disco machen. Kann ein bisschen DJ spielen. So, und dann setzen wir hier noch Obi-Wan rein. Klick. Zack. Und da ist er fertig. Der Obi-Wan-Jäger. Und sind wir ehrlich, braucht der Aufkleber? Ich finde nicht. Ich finde, der braucht keine Aufkleber. Der sieht auch so super gut aus. Ich brauche keine Aufkleber. Man sieht sofort, welches Schiff das ist, worum es sich handelt. Wir haben hier noch andere Sets aus der Welle, hinten in der Anleitung drin. Ne, da könnt ihr mal gucken, ob da irgendwas bei ist, was euch gefällt. Genau, und hier ist noch die Teilliste. Muss man halt wissen, ob man da noch mehr raus haben möchte. Ich werde jetzt erstmal hier das wieder hier reinlegen. Diese Teile sind übrig geblieben, ne? Plus das Lichtschwert und das Kopfteil. Und natürlich diese Figur ist auch übrig geblieben. Die kommt hier auch mit rein. Denn die brauche ich nicht am Flugzeug. So. Und damit sind wir auch... Was? Ja. Also Markus, ich sehe schon, Markus ist dabei, dass wir nach Berlin fahren. Sehr gut. Also das war's für heute. Wir haben diese beiden Sets hier gebaut, diese beiden kleinen schnuggeligen Sets. Aber klein ist auch fein, finde ich. Und sie gefallen mir beide sehr gut. Wir werden jetzt, ich werde jetzt mal eben, Moment, ich mache das mal eben auf meinem zweiten Bildschirm und übertrage das gleich mal, dass wir nämlich mal schauen Richtung, wo ist es denn? Ich muss mal eben ganz kurz den Dings da wechseln. Wo ist er denn? Nicht den, sondern das Bild einmal. Dann suchen wir mal Lego 75333 fix. Ich meine, da gab es einen, der das nämlich ganz schnell... Ups, in today's video. Wir gucken mal eben. Ich meine, der pflückt das nämlich nur geringfügig auseinander. Oh, der pflückt das komplett auseinander. Was? Was macht er denn da? Ah, der hat das enger zusammengebaut. Okay, der macht da nichts dran. Der hat das hier ein bisschen enger zusammengebaut hier unten. Der nimmt nicht mal neue Teile. Der hat hier so an diese Seitendinger, die sich hat hier irgendwie abgebaut und umgebaut. Aber dafür musste man das ganze Schiff wieder auseinander. Genau, und dann wird alles nach Dortmund geschickt. Da hast du recht. Da hast du recht. Genau das wird passieren. Ah, ich habe immer Ton, Entschuldigung. Wir gucken mal eben nach den simpelsten Fixes. Genau. Ach, ich gucke einfach nicht mehr bei YouTube, sondern wir gucken direkt bei Rebrickable. Ich muss sagen, je mehr ich jetzt so drinne hänge, auch die Einzelteile mir kaufe und so, desto mehr hänge ich bei Rebrickable rum. So, dann suchen wir mal 75333. Ich kann hier schon mal den Übergang machen. Dann seht ihr hier schon mal meinen Browser. Und da gibt es nämlich, glaube ich, der hier war das. Da wird nämlich, glaube ich, der Fix angewandt. Oder ist das die Plattform? Nee, dann war das das nicht. Es gibt zumindest einen Guide, wo du wenig Teile brauchst. Und man das dann sozusagen dadurch beim besser aussieht. Oh, man kann hier auch, guck mal, man kann hier sogar das andere Ding rausbauen. Auch interessant. Ah, Rebrickable ist einfach großartig bei sowas. Muss man auch einfach sagen.
Oder war das der? Also irgendwo haben die das hier zugekleistert. Und ich meine, das war gratis. Das waren nämlich nicht 4HD, da ist die Front auch anders. Die Dinger sehen auch anders aus. Also da hat man zumindest an der Front was gemacht und hat diese Plates genommen, die noch so einen kleinen Streifen haben an der Seite. Und die hat man dann irgendwie drunter gesetzt, damit das gefüllt ist. Ich kann ja nochmal gucken. Lego 75333 Fix. Gucken nochmal eben. Diesmal ist der Ton aus. Wir gucken einfach jetzt mal hier rein in dieses YouTube-Video. Ich glaube nämlich, irgendwo ist das hier auch gezeigt, wie sie die Lücken einfach schließen. Genau, da geht er auf die Lücken ein. Hier hat er auch die Kanonen geändert, wie man sieht. Ne, da hat er schon andere Sachen reingesetzt. Hat aber die Aufkleber drauf gemacht. Ist ja lustig, Aufkleber werden draufgepackt. Aber hier sieht man auch mal, hier oben, seht ihr das da in Aufklebern? Guckt euch das mal an. Das weiß, wie unterschiedlich das ist. Da würde ich ja schon anfangen. Und auch hier sieht man es ja noch besser. Der weiße Aufkleber auf der weißen Plate. Katastrophe. So, jetzt zeigt mir mal hier den Fix. Genau, diese Lücke. Ja gut, das ist ein einfacher Fix. Ja. Okay. Also, Markus, wir holen uns einfach diese Teile. Diese Teile setzen wir rein. Von jedem einen mitnehmen und dann ist die Lücke zu. Das macht das Ganze wirklich einfach. Gut, die andere Lücke ist immer noch so ein bisschen da, aber nicht so extrem. Es gibt hinten noch so ein bisschen Lücke, aber... Ah ne, das blendet das genau, aber zeigt wahrscheinlich die Kanonen, wie er die ersetzt hat. Aber ne, er setzt das... Ich guck nochmal ganz kurz zurück. Also auch für die, die es interessiert, jetzt hier im Livestream seht ihr gleich so ein Lifehack. Wie weit geht das denn? Ah, nee, er hat aber irgendwas umgebaut. Da sind weiße Plates, die nicht so lang... Die weiße Plate hier, die hat er verkürzt. Weil genau, hier ist nochmal so eine weiße Plate, die hier noch lang führt. Die hat er dann verkürzt, da hat er eine andere reingebaut. Die endet nämlich hier genau. Damit er das nämlich da so reinsetzen kann. Ich glaube, sonst kollabiert das mit der Plate. Aber das ist natürlich ein einfacher Fix. Eine kürzere, weißere Plate hier hinsetzen. Und fertig. Aber ist ein interessanter Fix. Finde ich. Also kann ich super mit leben, wenn ich mit so wenig Teilen, also eine kurze weiße Plate und dann diese andere Plate, wenn ich damit die Lücke schließe, bin ich eigentlich schon begeistert. Ich weiß nicht, was er jetzt noch macht. Ob da irgendwas nicht gefällt. Die Kanone hat er gemacht. Was hat er noch gemacht? Das Cockpit. Achso, dass Obi-Wan etwas anders im Cockpit sitzt. Scheinbar. Ja, er hat um das Cockpit, hier oben. Hier hat er was angepasst. Da hat er einfach nur zwei Bricks noch dran gesetzt, hier oben. Genau diese beiden, die sind da normalerweise nicht dran. Er hat hier noch ein Dings dran gesetzt. Das ist normalerweise auch nicht dran. Er hat den Stuhl einen zurückgesetzt, weiter nach hinten. Hier, hier ist mehr Platz unten drin, ne? Das ist in meinem auch nicht. Genau, er hat hier drei Noppen und ich habe nur zwei Noppen. Also ja, ich glaube, also für mich ist das größte Problem die Lücke. Und ich gehe mal wieder zurück, weil wir brauchen das YouTube-Video nicht mehr. Ich glaube einfach, diese Lücke hier, wenn wir die, wo meine Hand so durchguckt hier hinter, ja, wenn wir die irgendwie schließen können, dann bin ich, glaube ich, auch schon genug zufrieden. Das reicht mir. Ne, beim Rest sieht man nichts durch, wenn man das vorne dicht kriegt. Ja, gut, vielleicht kannst du das ja schon mal ausprobieren und dann selber fixen und ja mal sagen, wie gut das aussieht. Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Jäger. Das ist das Einzige, was ein bisschen mich stört. Aber sonst ist alles super, alles tutti. Ne? Und auch, wie gesagt, dieses Set hier, auch wenn das mehr kritisiert wird oder viel kritisiert wird, ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich bin bei beiden Sets, war eine gute Investition. Den hier habe ich bei Alternate für 21 Euro geschossen, der ist ja auch noch aktuell am Markt. Das hier habe ich für 12 Euro statt 20 geschossen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Bei Smith Toys oder so in irgendeiner Super-Rabatt-Aktion habe ich das mal, glaube ich, geschossen. Also, ist auch schick. Ja, also ich bin zufrieden mit meinen beiden Sets, mit meinen beiden Käufen. Finde das sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Ich hoffe, ihr seid auch unterhalten. Vielen Dank an den Chat, der heute rege dran teilgenommen hat. Ne? Vielen Dank an allen, an Chaos Dream, Guardian, an Markus und natürlich an Doc Tom, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns und hören uns dann morgen, wenn ich das Bad Batch Shuttle baue. Ich denke auch wieder so, ja, ich denke mal so um 10 oder 11 starte ich. Ich denke aber eher gegen, ja, so zwischen 10 und 11 gehe ich an den Start. Ich habe das Bad Batch Shuttle gebaut, denn
Da habe ich nämlich direkt einen Mock für das Cockpit. Denn das Cockpit ist ein so ein Teil, was man hochklappt. Und da habe ich nämlich online einen Mock gefunden, der auch gratis ist, wo die Anleitung gratis ist. Die packe ich euch dann auch in den Chat und so weiter. Wo man quasi das Cockpit selber zusammenbaut aus Teilen. Und das sieht super aus. Und da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.